Liebe Freunde aus Deutschland und aus dem deutschen Sprachraum, es ist mir eine Freude, Ihnen diese Botschaft hier vor dem Grab des heiligen Willibrord in Echternach mit auf den Weg zu geben. Der heilige Willibrord verbindet unsere Gegenden, verbindet unsere Länder. Dieses Jahr kann keine Springprozession stattfinden. Und das ist auch gut so. Wir wollen ja dem Virus keine Chance geben. Aber ich möchte Sie jetzt schon ganz herzlich einladen für die Springprozession nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass dann die Grenzen wieder für immer offen sind, weil wir in der deutschen Grenzregion und in Luxemburg, wir gehören zusammen. Wir haben dieselben historischen Wurzeln und Willibrord ist unser gemeinsamer Schutzpatron. Es lebe der heilige Willibrord und es lebe Europa.